wenn Sie die 8 Minuten YouTube aus der Anstalt sehen vom 29. April, da ist das ja nochmal verdichtet worden. Nicht? Also wunderschön satirisch in der Form, aber in der Sache zu 100% stimmig. Und da liegt der ganze Kern der Geschichte, und deswegen ist auch unser Brief in diesen Medien nicht reflektiert worden, weil er gegen die offizielle Linie ist. Und ich darf das vielleicht, weil ich die Historie angesprochen habe, noch ein bisschen mit persönlichen Beispielen untermauern. Ich habe mir hier, während die Kollegen da sprachen und argumentiert, habe ich mir ein paar Stichworte gemacht. Es gab mal eine Sendung bei Dreisat, die hieß Ruge und alternativ Marktwort 1910 am Sonntagabend. 90er Jahre ist dann irgendwann eingestellt worden. Das war eine Gesprächsrunde zu interessanten politischen Themen. Und da gab es eine zur Ballistic Missile Defense, also SDI und ne, also diese globale Raketenabwehr, die ja nach wie vor von den Amerikanern verfolgt wird. Und da hatte der Gerd Ruge, der hatte damals eine Runde zusammengestellt aus einem Mr. Jordan, ja, Mr. Jordan ist vielleicht noch bekannt, Mr. Jordan, das ist sozusagen der John Kornblum, was heute John Kornblum ist, ja, das war Jordan, ein Demokrat, Journalist, liberal, der also immer sozusagen die amerikanische Position vertreten hatte. Dann war dort der Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, der ist Physiker und der hat sozusagen als Physiker und Astrophysiker hat er diese Frage eben beleuchtet. Und der Klaus Frankenberger, Klaus-Dieter Frankenberger, der Ressortleiter Außenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ein Russe, ein Stratege. Und der Götz Neuneck hat also wirklich gut dagegen gehalten, nicht nur fachlich als Physiker, sondern auch politisch dagegen gehalten. Und der Frankenberger hat heftig widersprochen und hat gesagt, also das ist unbedingt nötig gegen die Gefahren aus dem Iran und Nordkorea, nicht? Deren Raketen. Und beim Abschminken in der Kabine hat der Frankenberger zu dem Götz Neuneck gesagt, Herr Neuneck, Sie haben ja völlig recht, aber das kann ich doch hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht sagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Ressortleiter Außenpolitik der seriösesten deutschen Tageszeitung, ja, und auch der besten deutschen Tageszeitung, kann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht sagen, was Sache ist. So. Und das wirft natürlich ein bezeichnendes Blick und einen Blick auf diese transatlantischen Bindungen, die existieren. Ich sage nicht, dass die Leute gekauft sind. Das wäre völlig falsch. Ja? Aber sie sind in einem Milieu groß geworden und aufgewachsen, das für sie völlig unvorstellbar ist, in irgendeiner anderen Weise zu argumentieren und zu kommentieren, wie das im Sinne des transatlantischen Bündnisses nötig ist. Ne? Der zweite Fall ist eben, weil der Kosovo-Krieg vorhin angesprochen wurde, 98, 99 gewesen. Da habe ich, damals war ich noch im Verteidigungsministerium in Bonn. Und ich hatte sehr guten Einblick in die Lage auf dem Balkan und speziell im Kosovo. Weil man natürlich, wenn man Jahrzehnte in der Luftwaffe ist, kennt man Leute und man kennt auch die Nachrichtenleute im Ministerium und da kriegt man eben mal mehr Informationen, als ein anderer vielleicht hat. Und außerdem liefen über meinen Tisch auch Informationen, die jede Woche dem Parlament zugeleitet wurden, nicht? Über Kosovo. Und dort standen alle anderen, da stand also alles andere drin, als das, was die Politik aus diesem Kosovo-Krieg gemacht hat. Nicht? Also ich muss meinen Kameraden damals ein Lob aussprechen, sie haben eine objektive Lagebeurteilung jede Woche gemacht, ohne einseitige Schuldzuweisung an die serbische Seite, ohne jemals von ethnischen Säuberungen oder Völkermord zu sprechen, sondern immer nur von Flüchtlingen, von beiden Seiten, die involviert waren, auch in nicht völkerrechtskonforme Handlungen.
aber keine einseitige Schuldzuweisung an die serbische Seite. Und das habe ich dann versucht, in der Presse, auch mit Leitmedien, diese Widersprüche aufzuzeigen, schriftlich. Ich habe Synopsen gemacht, Gegenüberstellung, Unterrichtung des Parlaments, Nummer sowieso, dort steht das, die Politik oder der und der Politiker hat am nächsten Tag das und das gesagt. Das ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Und ich habe nach dem Krieg dann, weil ich Verbindung hatte zu dem vierten Mann damals in der Redaktion der Süddeutschen, der Außenpolitikredaktion, die damals noch von Joffe geleitet wurde, ich sage hier keinen Namen, der hat mir bestätigt, dass in der Redaktion, in der Süddeutschen Zeitung, auf nette Art und Weise immer gesagt wurde, Herr XY, naja, können Sie nicht ein bisschen freundlicher formulieren, ja, oder kommentieren. Ne? So. Und dann sitzt ein junger Mann mit zwei kleinen Kindern und da sagt er sich, naja gut, dann, ne, bevor ich Blogger werde, formuliere ich dann halt ein bisschen freundlicher. Ja? Der Michael Renz vom Heute-Journal, vom Auslandsmagazin, ZDF, der hat mir bestätigt, dass massiv die Rundfunkräte Einfluss auf die Redaktionskonferenzen des ZDF im Kosovo-Krieg genommen haben. So, damit sind wir bei der Frage der Vertretungen der Gesellschaft in den Gremien unserer Öffentlich-Rechtlichen. Ja, so. Und das muss man einfach wissen. Das ist so. Die Frau Krone-Schmalz hat noch ein paar andere Sachen in zwei Interviews gesagt vor wenigen Wochen, ja, die also auch noch dazu kommen, dass die Redaktionen ausgedünnt werden, dass man nicht mehr genügend Korrespondenten hat, dass man voneinander abschreibt deswegen, dass man nicht mehr recherchieren kann und dass eben sich kleinere Zeitungen nach den Leitmedien richten, sagen wir, schreiben die, naja, dann werde ich nichts anderes schreiben. Ne? So, und hat das als klaren Verstoß gegen die journalistische, gegen das journalistische Ethos auch gebrannt macht. Ne? So, und da kann ich nur sagen, mir war das von vornherein klar, dass dieser Brief nicht von den normalen Medien reflektiert werden würde. Ich weiß aber, dass man ihn kennt. Das weiß ich, das habe ich erfahren. Ja? Aber er wird nicht erwähnt. Ja? Also, erwähnt worden ist er allerdings in den USA. Von Diane Johnson, die schreibt auf der Seite von Ron Paul, dem libertären Republikaner, und von Mike Whitney, der ist bei Global Research und Counterpunch und Information Clearinghouse, der hat ihn auch erwähnt. Zwar nicht abgedruckt, aber hat ihn erwähnt, hat sich auf ihn bezogen. Also, aber es scheint nach wie vor, vielen Dank, ja, für die eindrücklichen Beispiele sozusagen auch wirklich aus langjähriger Erfahrung, schmerzlicher Erfahrung eigentlich mit den Möglichkeiten. Es gibt ja so einen bösen Satz, der sagt, Meinungsfreiheit ist das Recht von ungefähr 200 Besitzern von Medien, ihre Meinung kundzutun und alle anderen eben nicht. Wenn man das alles so insgesamt hört, dann scheint es ja um unsere Mediensituation nicht besonders gut bestellt zu sein. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt eine kleine Umfrage unter uns machen, wer ist denn optimistisch, was die Entwicklung, also die erste für unsere Fragen, wohin tendieren unsere Medien und wir, wer ist denn optimistisch, was die Entwicklung anbelangt? Das kommt drauf an, welche Medien man meint. Also wenn man zum Beispiel jetzt unabhängige Plattformen meint, dann sehe ich da noch Wachstumsraten, Luft nach oben. Aber wenn man natürlich das, was Sie ja ansprechen, die etablierten Medien meint, dann ist es natürlich schwierig. Also ich meine, Sie haben es ja eben auch schon mal angesprochen, die Situation des Journalismus ist natürlich auch so eine Sache. Ja? Also die Tendenz geht ja auch dazu, dass immer mehr Journalisten frei oder wirklich sehr freelance-mäßig angestellt sind. Und das verschärft natürlich die Situation. Also da kommt der Zeitfaktor dazu und da kommt dann eben der Unsicherheitsfaktor dazu, ne, der dann, das können Sie wahrscheinlich auch ganz praktisch berichten, der das Ganze eben in so ein Korsett drängt, dass man wirklich gezwungen ist, entweder ich habe was zu beißen und mache den Artikel fertig, so wie er dann eben ja, eingerahmt ist, oder ich lasse es dann und mache dann mein eigenes Ding. Oder? Ist es richtig?
Also ich denke, um auf die Frage zu kommen, ich denke, dass es ein gemischtes Bild ist. Also die Medien, das spricht ein bisschen gegen die Tendenz hier, als es die Medien besser geworden sind. Also wenn man sich die Vietnam-Berichterstattung anschaut, habe ich mal gemacht, ein Spiegel. Ich meine, die Berichterstattung über den Vietnamkrieg hat 3 Jahre nach Beginn des Vietnamkriegs überhaupt erst begonnen. Die meisten wissen gar nicht, wann er begonnen hat. Nämlich 1962 hat Kennedy Südvietnam bombardiert. Keinerlei Berichterstattung. In den US-Medien genau das Gleiche. Mit der Tet-Offensive 65 begann Berichterstattung darüber. Ich meine, wir sind weit heute. Wir haben beim Irakkrieg, haben wir bevor der Krieg begann, Millionen auf den Straßen gehabt. Weil die Medien natürlich in die Gesellschaft integriert sind, mussten sie auf diesen massiven Druck, der von der Straße kam, von organisierten Friedensbewegungen, natürlich reagieren, und es gab mehr kritische Stimmen, auch in den Medien. Natürlich nicht, der Rahmen blieb ideologisch, aber wir haben durchaus eine kritischere Berichterstattung gehabt als beim Vietnamkrieg. Dann auf der anderen Seite sehen wir Konzentrationsprozesse der Medien. Gefährlicher Prozess. Wir sehen, dass aufgrund der Finanzsituation vieler Medien viele Journalisten frei arbeiten, prekär arbeiten. Es gibt immer mehr Produktionsfirmen, die auch wieder profitgetrieben sind, auch für die öffentlich-rechtlichen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das sind alles Elemente, die natürlich problematisch sind, und da könnte man vermuten, dass, wenn dieses weiter sich verschärft, auch die Berichterstattung darunter leiden wird. Aber ich habe auf der anderen Seite die Vermutung, ich sehe auch die Tendenzen, dass außerhalb der Mainstream-Medien eben alternative Plattformen entstehen, die wiederum auch Druck ausüben können, begrenzten Druck ausüben können auf die Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen als auch privaten Medien in Deutschland. Sie hatten dann ein paar genannt, auch Sie, Nachdenkseiten, Telepolis, Kontext TV, gestern war Weltnetz TV hier, heute ist Antikrieg TV da. Natürlich die Möglichkeiten, dort zu publizieren, es hat natürlich manchmal sogar eine, also zumindest eine messbare Reichweite, wenn man es an Klicks festmacht, was man ja sonst nicht immer unbedingt sagen kann. Aber die Frage natürlich auch der zerstückelten Kommunikation, ne? Das haben wir doch das Gemeinsame, worüber wir dann debattieren und uns zum Beispiel zusammenschließen.